Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Teamprojekt zusammen mit dem ganzen Team, also mit dem Güne, mit dem Chris, mit dem Matthias und mit dem LS-Profi AK Justin. Leider. Und mit dem übersteuerten Chrissy Schemming. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Ich habe gerade eben bemerkt, dass die ganze Aufnahme noch lief und ich die gerade beenden musste. Wow. Jetzt nochmal starten musste. Oh, immer diese LS-Dufis. Sagst du. Jo. Finden Sie den Fehler. Marschiasch, was machst du gerade? Ich hatte Deutz zurückgegeben. Warum? Weil der Vorführer war. Der war mal richtig geiler Vorführer. Sag selber, der ist doch geil. Ja, geht schon. Der hat schon gut gepasst. Also mit dem F uns nicht mehr, der Müffel uns nicht mehr gefällt, nehmen wir den. Der hat gerade mal 3,8 also, Stunden. Ja, ich meine doch nur. Kannst du aufräumen und waschen. Ja, mach ich. Wenn ich die Arbeit verpasst. Gesehen. Wo war denn der Hänger? Bei dir in der Hose. Lege. Ja, ich wollte schon sagen, Hänger ist in der Hose. Nein, das ist ein Anhänger. Er war in der einen Holzhütte da drin. Der wird das der Maschine. Oh, der einzige von. Kennst du den guten Hänger? Da, wo der Mom daheim ist. Ach ja. Ja, ich sag Holzhalle neben der. Neben der Einzelhalle. Wo er der rum. Ich meine den Ding, ich meine den Doofi. Und er fällt einfach zu Maggis. Der dümpelt bei den Gewächshäusern rum. Ja, weil der Güni war ja, gerade beim Waschen. Ja, können wir auch Das ist auch eine schwere Unterscheidung zwischen Holzhäuschen und dem Gewächshäuschen. Ach, halt doch du dein Maul. Chrissy Game, da hast du recht, ey. Ich war bei der Welt genau neben der Einzelfahrer gestanden. Wenn du das gerade versuchst, vorne reinzufahren, dann sieht doch ungefähr genauso aus. Aber du kannst ja drin nicht drehen. Ja, ein Gewächshäuschen sieht doch ungefähr genauso aus wie ein Holzhäuschen. Doofi, ja ganz klar. Sei einfach leise, ha? Wer ist Doofi? Du, wer denn sonst? Der Doofi. Ed jetzt, Alter? Wer? Ja. Nee, Chrissy. So. Komm mal dumm dran. Chill doch einmal 5 Minuten. Du und dein Chillen, Junge. Wie lange brauchst du denn? Bist du Rentner oder was? Und da brauchst du den ganzen Hof für, oder was? Ey, Matthias, ich hab aus Versehen die Tür abgefahren von meinem... Hast du abgenommen? Echt jetzt? Abnehmen brauche ich nicht, dann wiege ich zu wenig. Ja, stimmt, ja. Was hast du? Was habe ich? Ich habe Geld. Bist du krass, ich habe? Ich habe die Tür abgefahren vom Möf, habe ich gesagt. Okay. Na, die vom Möf hat er nicht abgefahren, die von seiner Mom. Chef, habe kleine Problem. Ja, Praktikant direkt die Feuerwehr. Ah, ja. Wenn du das so willst, benehme ich mich auch wie ein Praktikant. Dann fahre ich auch mal gerne Sachen kaputt. So ist ja nicht. Ja, ist versichert. Na, flieg. Habt ihr euch auch schon alle bei Mars & Davis angemeldet? Der macht ja jetzt mittlerweile. Dann den Nexter zum Ding hin. Ey, Chrissy Kämi, bist du schon bei Mars & Davis in der Shisha-Bar gewesen? Der macht jetzt mit Angela Merkel eine Shisha-Bar auf. Schön für die. Ja, ey, du bist doch Stammkunde da. Na. Du nimmst doch immer Doppelapfel, sagen die. Wo ist der Doppelapfel, Alter? Stimmt, der ist zu stark für die. Ja, und du fragst in der Shisha-Bar nach Doppellauch. Das Ding ist halt nun mal, dass ich nicht in der Shisha-Bar bin. Er in der. Ja, jetzt kommen wieder die Ausreden. Er im Bierbrunnen. Er im Bierbrunnen. Junge, du fragst im Bierbrunnen nach einem Glas Wasser, also was willst du mir erzählen? Ja, du nach einem Radler, also sag mal leise. Ach du. Oh, jetzt eine Beleidigung. Yeah. Das ist eine echte Beleidigung. Da blutet das Herz, gell?
Zum Wasserfeld muss ich fahren, Chris. Ey, Junge, ich hoffe so an, dass der Löffel in deinen Müsli-Schlüssel fällt, Junge, wenn da Milch drin ist. So fällt 14, ja, bei oder? Bei dir, dass du beim Händewaschen einmal ins Wasser fliegt. Also, sagt der, der einen Döner nur mit Salat bestellt, Junge. Das ist wow. Zu 14. Ja, hab ich gesagt. Ich hab grad gefragt, ob zu 14. Das ist unser einziges Feld, wo noch was drauf ist. Und nicht ins Ziel und einfahren. Kann man ja mal schwer übersehen. Da kann man schnell übersehen. Heute seien sie aber wirklich sehr gelaunt, muss ich sagen. Digga, ja, ja, ja. Der ist gerade einfach Ketzen gerade in das scheiß Fossil und in so. Kann man mal marschieren. Tja, wo bleibst du eigentlich? Oder? Fährst du mal hier was ein? Du musst doch einfahren. Jetzt bin ich mal hier. Geh dein Gruppe weiter, meine Herren, die muss. Dann wäre ja euer Flugstil am Händler. Ja. Euer Lämpchen. Lämpchen. Setzen wir uns wirklich in die Highlights, das gerade mit dem Radler. Ich sag gar nichts dazu, ich muss immer Domi anschreiben. Ich habe übrigens immer noch den Clip von Mine Country Life mit dem einen Fail. Welchen? Was? Mit welchen? Mit dem Startmove, wo wir die ganze Zeit geredet haben beim Start und Günni und so gesagt hat, jetzt seid mal alle leise und ich wollte loslegen. Ja, ja. Ja, okay, Auto. Komm runter. Komm du musst mich runter. Nach Abu Dhabi schicken, Alter. Doch, das ist da schon ganz unten. Ist ganz oben. Ziel setzen. Fahr mal bitte zum Händler. Danke. Bruder, du sollst zum Händler fahren. Einmal mit Profis. Ganz schlimm. Schlimmer als mit dem... So, wie mache ich jetzt die Tür zu hier? Hä? So. Warte kurz, Chris. So. Ich hätte aber wirklich mal Bock, dann am Ende von dem Projekt herauszufinden, wer gerade am meisten Geld gemacht hat. War Spaß. Also am Ende alles verkaufen und gucken oder was? Ja, alles verkaufen und dann gucken. Okay. Das Ding ist, es wird wahrscheinlich gleich sein, weil wir halt richtig wenig gespielt haben, wenn man so nimmt. Bis nächsten zweiten Monat. Ja, bis jetzt läuft das Projekt dann. Frage zu lang. Ja. Wir brauchen Aufnahmesession immer nur einen Tag schaffen. Stimmt. Ah, der hat schon einen Sound. Der Katan. Der Katane. Das Kartan. Da fährst du hier nicht weiter. Bruder, du musst mal weiterfahren hier. Gefühlt sind wir jetzt im Oktober ein paar Monate weiter und ich habe das Gefühl, ich mähe nur ständig oder fahre nur ständig Gras ein. Hier kann man es auch nicht recht davor, oder? Ja, grün zu grün passt halt. Lauch zu grün passt sie wirklich zusammen. Gut. Sagst du, ja, bitte. Das ist mein Name, was kann ich für sie tun? Ja, Gras magst du ja sehr gerne, sagst du. Der gehört zu der grünen Partei. Alle zusammen. Oh, wahrscheinlich. Er gehört zu den Grünen, ganz gut. Ja, direkt verpissen, Digga. Verpiss dich einfach. Warum hast du für die Grünen abgestimmt, Chrissy Gaming? Hab ich gar nicht, Alter. Ich kann mir vorstellen, dass die Grünen wie so Öko-Menschen reden. So die Nase zu. Hallo? Ist das deine Freundin oder ist das eher? Kennst du ein Vorgewende? Ja, chill doch. Ey, Matthias, das hört sich irgendwann an wie seine Freundin irgendwie. Wenn er mit zu in der Nase redet. Ich kann einfach nicht mehr fahren, ganz voll. Ja, wie wär's, wenn du. Ach, weil ein Helfer drin ist. Das ist ein Helfer, Rippe, du bist ein Helfer. Hallo, ich heiße Justin und bin ein Lauch. Ich bin ein Lauch und heiße Justin. Du hast Helfer machen müssen.
Ja, ich fahr ein und mach einen Helfer, macht Schwaden. Macht Schwaden gleich. Ja, dann macht er, damit er schnell fertig wird hier. Ja. Nächste Mal. Ja, wann ist Zeit um 15? Weil der Lauch auf der Tastatur eingeschlafen ist. Ich hab die zwar noch nicht mal damit die Zeit generell mal ein wenig schneller vorbeigeht. Ich wollte schon sagen, aber ich hab die noch nicht mal umgestellt. Nur relativ egal. Von mir aus können wir die auch gerne auf. Okay. Also. Mir ist können wir die auch gerne auf 360 lassen, Papa. Ja, nee. Entschuldigung. Boah, du arbeitest einfach auf 360. Eieiei. Da kannst du jetzt mal 15 Leuten Hof machen, damit du alles so schnell wie möglich für dich bist. Ich habe ganze Server auf einem Hof, dass sie 40 Kühe cool versorgen können. Ja. Mit 30 Häckseln übers Feld eiern. Ja. Das war geil, Alter. Digga, Levin spielt Fortnite, Digga. Boah, geil, Digga. Lass es mal Fortnite spielen. Heute mal. Busy, stehen bleiben. Jo, ich hab's nicht gehört. Kein DM-Support übrigens, Jungs. Kein DM-Support. Bei wem? Bei mir. Chief bei LSB. Was? Nix. Also eine Frage, warum spielt Levin Fortnite, wenn Aufnahme ist? Weil er Fortnite spielt. Ich hab jetzt gehört. Hier kann man's auch nicht recht machen. Zuerst holst du rum, warum ist er da und jetzt willst du, dass er kommt oder was? Ja, nee, das wollte ich sagen, dass er keinen Bock hat. Ja, ganz ehrlich, der hätte doch sowieso nur bei sich da oben rumgammeln mit seinem komischen Ponzi-Scheißhaufen da. Oh. Und da wegen an seinen Bäumen nur rumnagen. So ey, der Typ ist ja nicht mal hier angekommen, ey. Wie lange hat denn der gebraucht? Na, der Nuklig ja, und ich hab den ja eingestellt, du hast den ja nicht eingestellt, Vogel. Ja, aber trotzdem, wie lange der jetzt gebraucht hat, wann hast du den eingestellt? Vor 2 Minuten oder so. Na gut. 1 Minute bist du hingebraucht. Sportlich, Junge. Junge, der fährt 25 oder 23, was willst du von dir? Echt jetzt? Ich dachte, der fährt 50. Ja, schau, da haben wir schon. Das wird ziemlich schon. Hiroshima? Bist du beleidigen? Schlafen? Nee, nur mit Angela. Okay. Nur mit deiner Freundin. Aha. Hast du nicht zuletzt gesagt, dass Angie deine Angela deine Freundin ist? Oder Ex ja, gewesen ist? Ja, warum? Wie lief das so? Mal jetzt Beziehungsaufklärung. Ja. Wie läuft's mit der Laura? Was mit der Laura? Kurz vom Thema abkommen. Sehr oh. Gut, wieso? Nee. Was willst du ansehen? Sag mal an. Ja. Ölrettich. Du kannst dir dann gleich mal Dinge reinschmeißen in den Glas, damit zu 14 kommen. Was für ein Glas? Ja. Du musst genau sagen, was für ein Glas. Ich hab nur ein Glas. Achso, in welcher in, Halle? In dem Gewächshaus. Gar keine Halle. Ja, Justin, weißt du, der Ölrettich drauf für 25, dann können wir nächstes Jahr wieder Gäste drauf bauen. Ja. Bissi, komm, mein Gott, das muss doch schneller gehen. Sagt der 3 Stunden braucht, bis er mal wieder da ist. Oh, jetzt kommen die Big Fronts, Alter. Scheiße, Mann. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, dass ich wagengestellt aussehen. Es war gestellt. Alle gestellt. Wie mein Bieber. Beim Flugzeug einfach als Fahrgestell. Seit wann kennst Ballen. Du Big? Sondern Laura. Wer ist Big? Wann kennst du das Wort Big? Was am Big Mac kenne ich? Von dir aus kenne ich das. Herr Sturm? Ja. Das ist richtig und wichtig. Ja, verreck halt gleich, Alter. Junge, ja, komm mal runter. Ey, Matthias, warum hast du eigentlich auch das Nummernschild von deinem Traktor IQ30 hingeschrieben? Wahrscheinlich soll es als Minus 30. Das
war damals, wo wir über deine Kuh geredet haben. Und dann ja, wahrscheinlich, nee, wenn du dein 30. Ich hab gesagt, kannst du minus 30. Was denn, denn hast du für einer? Ja, der Herr Möf Möf. Achso. Den hast du ja gekauft. Ja, da nicht, da habe ich ja nicht. Einfach so genommen. Einfach IQ30 draufgeschrieben. Nee, damit er über einen Passanten geredet oder nicht? Ich hab's gelassen. Was denn? Nee, nichts. Als wenn er nie was hören würde. Ja, Junge, der muss jetzt seine Silberbette ziehen. Das ist ja eine Ehe. Und sechs überfahren, der ist konzentriert. Nee, ja, der hat schon noch eine normale Zigarette aufgeladen. On the way, Brin schon. Der zieht alles, was es auf der Erde gibt. Der zieht auch Bäume. Na, lauchst hier nicht. Ey, Digga, Chris, du kannst doch nicht fahren, oder? Da leg ich wieder. Sag mal an. Irgendwas, Alter. Oh, Big Front jetzt. Jetzt muss der Big Front zurückkommen. Komm, Chris. Sei leise, Praktikant. Sagst du, du Knecht. Digga, wieso leckt's jetzt grad so? Oh, was jetzt ein geiler geht's Front. Das ist ja ein Praktikant halt. Sag mal ein Big Front aus, Bruder, warum legt das so? Weil du ja da schnauzen. Aber wir sind auch schon wieder am Ende, der Herr Kollege wird weiterreden. Herr Kollege, abmoderieren. Warum legt das hier so? Wow. Nee, sag du an, du kennst das besser als ich. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schaut beim Herrn Kollegen vorbei, Link dazu ist in der Infobox. Wow. Und jo, dann schaut zur nächsten Aufnahmesession wieder vorbei. Oder halt zu den nächsten Videos und dann war's das. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.